Hallo ihr Mäuse und herzlich willkommen bei meinem allerersten Bikini-Try-on-Haul. Ich habe mir das jetzt so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, ein bisschen länger überlegt. Ich habe auch mit meinem Mann drüber gesprochen. Der hat damit absolut gar kein Problem. Ich bin, glaube ich, wie sagt man, ich bin, glaube ich, eher die so ein bisschen Respekt davor hat, das Ganze zu teilen. Anstatt mein Mann, also mein Mann ist so, go for it, ob du jetzt am Strand sowas anziehst oder in einem Video, ist doch vollkommen egal. Ja, dementsprechend habe ich mich jetzt dazu entschlossen, meinen allerersten Bikini-Try-On-Haul mit euch zu teilen. Ich werde euch alle Links von den ganzen Sachen unten in die Videobeschreibung reinsetzen. Ich hoffe, dass die Lichtverhältnisse so okay sind. Ich habe jetzt hier Licht angemacht, denn es ist dunkel draußen. Allerdings ist heute der letzte Tag, wo ich das filmen kann. Danach falle ich für eine Woche aus. Deswegen, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Haul und seid bitte nett in den Kommentaren. Eine Person hat mir übrigens letztes Mal, als ich gesagt habe, als ich mein allererstes Bikini-Bild gepostet habe, hatte mir eine Person geschrieben, warum schreibst du denn bitte, die Leute sollen nett sein, fühlst du dich so unwohl in deinem Körper? Ich fühle mich nicht unwohl, für mich ist es einfach ungewohnt, halbnackt vor der Kamera zu stehen. Und für mich ist ein Bikini halt einfach halbnackt. Wenn ich damit am Strand bin, ist das für mich ein bisschen was anderes, als wenn ich das halt filme. Deswegen hoffe ich, ihr seid ein bisschen nett in den Kommentaren. Ich würde sagen, ich setze euch, wie gesagt, alle Links zu allen Sachen unten in die Videobeschreibung. Das sind übrigens Affiliate-Links. Das heißt, wenn ihr den Link benutzt, bekomme ich eine kleine Provision. Das habe ich im letzten Video vergessen dazu zu sagen. Dementsprechend würde ich mich freuen, wenn ihr über den Link bestellt, wenn euch was gefällt. Wundert euch nicht, ich habe hier drunter Unterwäsche. Ich finde es nämlich ganz unangenehm, diese Sachen anzuprobieren ohne Unterwäsche. Auch wenn da diese Klebedinger drin sind. I don't like it. Deswegen, wenn man meine Unterwäsche bei manchen Bikinis jetzt durchsehen wird untenrum, I'm sorry, aber ohne geht bei mir leider gar nicht. Ich finde diesen Bikini wunderschön. Es ist so ein Dreier-Set, was ihr euch bestellen könnt. Einmal aus diesem Hemd, Oberteil und Unterteil. Ich finde den Schnitt davon richtig, richtig schön, aber das Oberteil ist leider ein bisschen zu klein. Ich gucke mal, ob ich das noch eine Größe größer bekomme, weil ich finde den Bikini an sich wunderschön. Ich liebe den Bikini und falls ihr den Link dazu wollt, wie gesagt, findet ihr den unten in der Videobeschreibung. Next one ist einmal dieser wunderschöne Shirin David Bikini. Allerdings fällt er sehr, sehr klein aus. Ich habe hier schon eine Größe größer genommen, aber er ist wirklich extrem small. Und das Höschen ist auch relativ klein geschnitten. Das mag ich allerdings sehr gerne, denn ich mag es nicht, wenn das alles so zu groß unten rum ist. Ich ziehe dazu jetzt mal so eine Hose an, denn diese Strandhosen sind absolut mein Ding und das bedeckt ein bisschen mehr. Leute, ich bin 1,78 und diese Hose fischt den Boden. Ich liebe es. Oh mein Gott. Ich habe meine perfekte Strandhose gefunden. Ich war die ganze Zeit auf der Suche nach einer Hose, die genau so sitzt, so richtig schön lang ist, die aber auch high-waist sitzt und ich liebe es. Das Einzige, was mich hier ein bisschen stört, ist hier oben dieses Ding. Ich weiß nicht, ob man das auch noch komplett reingeklappt bekommt, weil ich glaube, da macht es die Figur noch ein bisschen schöner. Sonst, ich bin verliebt und ich habe meine perfekte Strandhose gefunden. Oh mein Gott, sie ist einfach lang genug. Können wir es glauben? Leute, ich weiß nicht, wie lange ich auf der Suche nach so einer Strandhose war, weil der meiste Kram bei mir einfach viel zu kurz ist. Aber sie sitzt fucking amazing. Übrigens, schreibt mir mal unten rein, ob ich den Bikini behalten soll, weil mir ist er an sich ein bisschen zu bunt. Aber ich glaube, so gesalftanned und so könnte das eigentlich ganz gut aussehen. Dann haben wir einmal so ein Strandkleid und ich finde es eigentlich ganz süß. Meine Frage ist, zu was zieht ihr das an? Also die Hose ziehe ich zum Beispiel an, wenn wir dann so unten zum Beach oder so gehen. Aber diese Strandkleider, ich weiß nicht, ob mir das nicht ein bisschen too much Stoff ist, weil es ist halt schon relativ warm, auch wenn es schön sitzt. Aber so an sich ist es halt schon sehr viel an Stoff. Wenn man in einem warmen Land ist, finde ich, ist es ein bisschen kritisch. Aber schreibt mir gerne rein, zu was ihr das anzieht. Zum Essen gehen mit Bikini drunter würde ich auch bringen. Aber selbst da wäre es mir zu warm. Leute, ich fühle mich mit diesem Bikini einfach, als wäre ich eine fucking Wassermelone. Ich weiß nicht warum, die Farben kommen irgendwie in der Kamera nicht so rüber. Allerdings ist das hier so ein Samtstoff, einmal in rosa und das hier ist in so einem richtigen Wassermelonengrün. Ich weiß auch nicht, Leute. Ich finde aber, der Bikini sieht unfassbar schön aus. Der fühlt sich so gut auf der Haut an, weil der eben aus diesem Samtstoff ist. Ist aber dennoch nicht zu warm und ich mag es, um ehrlich zu sein, richtig, richtig gerne. Ich bin gespannt, was ihr hierzu sagt, weil er eben aus so einem Samtstoff ist. Aber gerade deswegen mag ich ihn einfach unnormal. Ich muss noch eine Kleinigkeit anmerken. Und zwar wundert euch nicht, warum ich die Tops immer so trage. Ich finde, das schmeichelt meiner Figur ein bisschen mehr, als wenn ich die normal trage. Eben das habe ich normal getragen, weil die Träger nach hinten gerade ging. Aber das hier könnt ihr binden, wie ihr möchtet. Und ihr habt theoretisch nach oben hin zwei so Stränge, die nach oben gehen. Also falls ihr den möchtet und ihr wollt den normal binden, bedenkt bitte, dass der oben zwei so Dinger hat und nicht nur eins.
Dann als nächstes einmal diesen wunderschönen gelben Bikini und ich liebe ihn. Er ist wirklich sehr, sehr knapp geschnitten, aber das Oberteil sitzt gut. Ich habe es eine Nummer größer genommen. Wundert euch nicht, hier ist ein Schild reingenäht, deswegen das müsste ich noch rausschneiden. Und ihr habt richtig, richtig lange Bänder. Ich glaube, ich würde sogar diese Bänder kürzen, weil die sind wirklich unfassbar lange. Dennoch habt ihr damit die Möglichkeit, das Ganze natürlich anders zu binden, um euren Bauch zu binden, wie ihr das halt am liebsten mögt. Aber ich liebe den, weil der ist auch relativ preiswert. Also der ist von Pimki, findet ihr auf der ASOS-Seite und das ist, glaube ich, mit eines der günstigsten Bikinis, die ich bestellt habe. Top-Qualität, man sieht nichts durch, ist sehr, sehr toll. Und für die Leute, die es interessiert, der ist hinten wirklich richtig schön klein geschnitten. Ich werde euch das jetzt nicht von hinten zeigen, aber der ist sehr, sehr klein geschnitten. Also für die Leute, die das mögen, top. Leute, kennt ihr diese Kleidungsstücke, wo ihr gefühlt eine Anleitung braucht, wie ihr reinkommt? Genau das ist so eins. Also ich muss ehrlich sagen, dieser Badeanzug, ich mag eigentlich keine Badeanzüge, aber das hier, I mean, ist glitzert. Es sieht unfassbar sexy aus. Also egal, ob ihr es so rumtragen wollt oder ob ihr es so rumtragen wollt, es sieht fucking amazing aus. Also falls ihr auf der Suche seid nach einem richtig sexy, maxi Badeanzug, gönnt euch den. Ich wünschte, den gäbe es noch in Gold. Aber bei diesem Schnitt nehme ich sogar mit Türkisblau, keine Ahnung, wie man die Farbe nennt, vorlieb, weil ich weiß nicht, ob ich dazu noch mehr sagen muss, als das, wie es aussieht. Aber ich lieb's. So, Leute, dann einmal dieses Überziehteil. Ich finde das jetzt nicht so schön. Ich dachte, das würde ein bisschen mehr sexy aussehen. Abgesehen davon ist es nicht lang genug. Und es sieht so eng aus. Also ich habe es schon in der größten Größe bestellt und es gefällt mir leider nicht so. Das ist dann schon eher meins. Allerdings sind hier die Ärmel mir ein bisschen zu kurz. Ich mag irgendwie diesen Schnitt von den Ärmeln leider doch nicht. Und ihr könnt das an der Seite so aufmachen und hier so schnüren. Also es sieht schon nicht schlecht aus. Kann man auf jeden Fall mal machen. Gerade wenn ihr diesen Schnitt hier mögt, würde euch das richtig gut gefallen. Aber mir gefällt es leider nicht wegen hier oben, aber sonst ist es richtig nice. Kommen wir erstmal zu diesem Überwurf. Der gefällt mir auch gar nicht. Das sieht aus wie so ein Morgenmantel. Also absolutes No-No. Vor allen Dingen, das Material ist super unangenehm. Und auch hier habe ich wieder größte Größe genommen. Und es ist einfach viel zu eng. A Dream Come True Bikini. Also dieser Bikini ist ja mal der absolute Hammer. Der Schnitt ist schön. Es ist von den Cups her groß genug, obwohl es schon schmal geschnitten ist. Aber es ist definitiv groß genug. Und das Höschen sieht so hübsch aus. Ich bin definitiv verliebt. Also auch die Farbe, absolut meins. Der Schnitt, der Sitz, alles einfach Perfektion. Und ich bin happy, endlich einen Bikini gefunden zu haben, der so ein bisschen asymmetrisch geschnitten ist. Denn für mich ist es super schwer, sowas zu finden, ohne dass ihr nicht direkt dieses Underboob-mäßige habt. Und auch hier mit dem Träger, wunderschön. Ihr könnt euch das natürlich irgendwie anders ziehen oder wie ihr das auch immer tragen wollt. Aber ich finde es wirklich super, super schön. So, Leute, da mein absoluter Traumüberwurf. Also vollkommen egal, ob ihr einen bunten Bikini anhabt, einen schwarzen oder einen weißen. Ich habe einen schwarzen und einen weißen, deswegen finde ich es umso perfekter. Aber das ist für mich so der perfekte Überwurf. Der hätte sogar noch ein bisschen größer sein können. Ich habe ihn auch wieder in der größten verfügbaren Größe bestellt. Aber er ist wirklich richtig schön. Also den werde ich auf jeden Fall behalten, weil der passt. Egal, ob ihr einen gelben Bikini, einen schwarzen, einen weißen, einen pinken oder was auch immer anzieht oder dieses Grün. Ich finde, dieser Überwurf passt einfach zu allem und lässt es so richtig nach Fashion aussehen. Deswegen wird der hier auf jeden Fall behalten, weil der ist ultra, ultra schön. Ich glaube, das ist mein absolutes Lieblingsset, Leute. Einmal dieser Überwurf. Richtig schön lang, sitzt super, flowy. Wunderschön. Auch vom Schnitt her, ich mag, dass die Ärmel so süß sitzen einfach. Und dann ist es ein Zweiteiler-Bikini. Das bedeutet, ihr habt das Top, was ich jetzt in Pink anhabe, mit der passenden Hose und die Hose passend mit dem Oberteil. Ich habe jetzt nur beide in gemixt angezogen, damit ihr seht, dass das so ein Zweier-Set ist. Ich hatte jetzt nicht wirklich Lust, beide Bikinis nochmal separat anzuziehen. Deswegen seht ihr das einmal in dieser Kombi. Aber wie perfekt passt bitte diese Kombi mit diesem Kimono-Überwurf? Ich lieb's, Leute. Das sieht so hübsch aus einfach. Es ist so sommerlich und so perfekt einfach. Ich bin richtig in love. Also das hier ist mein absolutes Favorite Set. Ich habe übrigens noch so einen zweiteiligen Bikini. Den zeige ich euch jetzt. Also richtig schön neutral. Für die Leute, die keine bunten Bikinis mögen, ist es perfekt. Aber dieses Orange und dieses Pink wird auf jeden Fall behalten. Das heißt, ich habe jetzt einen orangen und einen pinken kompletten Bikini. Und ich glaube, den Kimono werde ich auch behalten, weil der ist einfach zucker, zucker süß.
So Leute, da haben wir gerade schon gesagt, den Zweiteiler in diesem wunderschönen Nude. Einmal habt ihr hier so einen schönen Kupferbraunton und hier einmal so ein richtig schönes Beige. Und ich liebe beides sehr. Ich werde jetzt das Set einmal komplett in diesem Beige anziehen und euch darüber einen Zweiteiler zeigen. Ihr werdet ausrasten, Leute. Ihr werdet ausrasten. Ich mag diese Zweiteiler-Sets sehr. Denn du stehst halt einfach nicht vor der Entscheidung, will ich jetzt einen hellbeigen Bikini oder will ich einen dunkelbraunen Bikini, sondern du hast einfach zwei in eins und hast somit zwei Optionen für den Urlaub, finde ich perfekt. Den hier gibt es nicht direkt in Zweier-Sets, sondern ihr bekommt das Top mit dem Top in der Farbe in einem Paket und die Unterteile auch in einem Paket. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig erklärt. Bei dem anderen war wirklich beides in einem Paket. Das heißt, ihr wählt eine Größe aus und hier könnt ihr halt mit den Größen variieren. Ich habe zum Beispiel hier im Unterteil Größe 36 und im Oberteil Größe 40 und bei dem anderen Set Größe 38 in beidem. Wie süß ist bitte dieser Zweiteiler? Abgesehen davon, dass ich richtig, richtig niedlich klinge. Es ist so cute, Leute. Ich könnte doch direkt, Bauchtänzerin werden. Ich finde das Outfit einfach so süß. Also ich habe jetzt das komplette beige Set runtergezogen und ich finde es einfach unnormal cute. Ihr könnt darunter natürlich auch ein bisschen farbenfrohere Sachen anziehen, aber ich mag es einfach so sehr schlicht. Ihr könnt natürlich auch das dunklere darunter ziehen. Ich liebe es. Ich finde es so süß, Leute, ohne Spaß. Also mein absolutes Lieblingspiece aus dem ganzen Haul. Auch unter anderem ist dieser Zweiteiler. Jetzt kommen wir noch zu drei normalen Sachen, und zwar zu zwei Hosen und einem Kleid. Dieses Kleid ist auch so schön, Leute. Es ist aus so einem changierenden, Champagnerton, farbenden Stoff. Das war gar kein richtiger Satz, aber ihr seht, was ich meine. Es sieht so schön aus, es sitzt so gut. Ich mag es einfach sehr. Es ist ein bisschen blöd, dass man die Unterwäsche durchsieht, aber ich habe ja noch die Nahtlose von Lublet. Und ich denke, damit wird das Ganze auch nochmal perfekter aussehen. Aber ich finde dieses Kleid wirklich wunderschön. Also auch für große Mädels richtig gut geeignet. Oh no, Leute, ich bin gerade richtig sad. Ich hätte sie eine Größe kleiner bestellen müssen. Wer den Zara Haul gesehen hat, hat gesehen, dass die Anzugshose von Zara so fucking gut saß. Und ich war so traurig, dass sie so kurz war. Ich habe mir eine von ASOS bestellt aus der Tall-Abteilung. Allerdings ist die leider zu groß. Ich werde die noch mal eine Nummer kleiner bestellen, weil die ist richtig schön von der Länge her. Und wenn die kleiner ist, sitzt die, denke ich, auch viel, 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 viel besser. Jetzt kommen wir zu meiner absoluten Favorite Jeans. Ich habe die nämlich in einer hellblauen Jeansfarbe bestellt gehabt für den Urlaub. Und ich habe die mir jetzt noch mal in so einem Creme-Weiß bestellt. Und ich zeige die euch jetzt mal. Ich bin gerade sehr, sehr sad, weil die Hose sitzt leider absolut nicht so wie die blaue. Also schon relativ, aber die sitzt leider viel zu groß. Das heißt, auch die muss ich eine Größe kleiner bestellen. Ich finde die vom Sitz her so schön. Es ist halt einfach so eine Mom-Fit-Jeans. Ich werde euch den Link davon unten reinsetzen und ich verlinke euch auch nochmal die blaue, die ich habe. Die ist exakt das gleiche, auch perfekt für große Mädels geeignet. Und die sitzt so schön, Leute. Die macht so eine schöne Figur. Ihr seht es ja auch hier. Nur, dass die halt ein bisschen zu groß ist. Vielleicht liegt es auch einfach an der Farbe, dass es einfach doof aussieht in Jeansstoff. Aber die blaue davon ist wirklich wunderschön. Ich bin mal wieder komplett lost. Aber es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Ich hoffe wirklich, dass euch von Herzen dieser Bikini-Try-On-Haul gefällt. Denn es ist mal was anderes. Es ist ungewohnt für mich. Und ich glaube auch nicht, dass es Unterwäsche-Try-On-Hauls geben wird. Aber Bikini-Try-On-Hauls kann ich mir definitiv jetzt besser vorstellen als davor. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie euch die Teile gefallen, was euch davon gefällt. Und zwar so gut gefällt, dass ihr es nachbestellt. Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback zu dem Video. Und ich würde sagen, das war's von mir mit dem Video. Ich hoffe wirklich, das Video hat euch gefallen. Vergesst nicht, mich zu abonnieren, um keinen Try-On-Haul mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, das war's da von mir und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.